So, hallo, dann begrüße ich euch recht herzlich zur Pressekonferenz nach dem Regionalligaspiel zwischen unseren 47ern und dem SV Babelsberg 03. Endstand vor 1159 Zuschauern hier in der HUG Arena Zoschke 0:1. Neben mir die beiden Cheftrainer Markus Ziesche für Babelsberg, Rudi Raab für Lichtenberg 47. Und wie immer gebührt dem Gästetrainer das erste Wort. Markus, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, hallo. Erstmal hallo in die Runde. Ja, war ein sehr leidenschaftliches Spiel, sehr emotionales Spiel. Die Witterung und auch der Platz waren jetzt nicht dazu da, um Schönheitspreise zu gewinnen. Ich glaube, das waren beiden Mannschaften auch irgendwo klar. Man muss aber auch sagen, dass wir vielleicht auch in den nötigen, gerade auch im Spielaufbau, in den nötigen Situationen halt auch immer gute Lösungen gefunden haben, auch wirklich nach vorne zu spielen. Wobei wir heute auch nicht so viele Chancen uns erspielt haben, wie wir es eigentlich gewohnt sind, weil Lichtenberg es auch gut gemacht hat, auch relativ sicher stand. Durch zwei, drei Aktionen vielleicht über unsere rechte Seite hätten wir noch ein bisschen mehr Gefahr ausstrahlen können, gerade in der ersten Halbzeit, wo wir dann vielleicht auch den einen oder anderen Ball dann in die Gefahrenzone bekommen. Ja, dem ist dann nicht so gewesen. War ein bisschen unzufrieden heute mit den Standardsituationen, die wir hatten. Wir hatten genug. Ich glaube, 5 oder 6 Ecken und Torwart hat sich immer runtergepflückt. Das muss man ein bisschen mehr Qualität dann auch haben und den noch gefährlicher bringen. Zweite Halbzeit war auch irgendwo dann uns klar, dass es ein Geduldsspiel ist. Aber wir haben natürlich auch daran geglaubt, dass wir den fußballischen Ansatz, den wir dann auch trotzdem hatten, dass wir nach vorne hin natürlich dann auch unsere Chance bekommen. So ist es dann auch gekommen. War am Ende, denke ich, verdienter Sieg. Aber es war nicht so, dass wir uns jetzt hier den Gegner zurechtgelegt haben und die bespielen konnten über Reuten. Lichtenberg hat sich ja dann in der zweiten Halbzeit auch sehr auf zweite Bälle fokussiert. Darauf waren wir eigentlich vorbereitet, das war gut. Und das haben wir auch gut verteidigt und kann auch falsch liegen, aber stand jetzt, glaube ich, habe ich keine Situation, wo wir irgendwie eine Torschance zugelassen haben. Deswegen freue ich mich darauf, dass wir zu Null gespielt haben und diese 3 Punkte geholt haben, weil dieser Sieg gegen Aldinica am Dienstag ist jetzt eigentlich erst so richtig was wert. Und das haben sich die Jungs verdient und bin stolz auf sie und sage auch Glückwunsch zu meiner Mannschaft. Ich wünsche trotzdem Lichtenberg weiterhin alles Gute. Ich mag den Verein, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, dass sie trotzdem noch alles geben, so wie auch heute, um ihre Punkte zu holen und vielleicht auch trotzdem noch gut zu bleiben. Ja. Vielen Dank, bleib gesund, danke. Danke dir, Markus. Dann Rudi, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, erstmal Glückwunsch an Babelsberg. Wer ein Tor mehr schießt, gewinnt das Spiel. So war es dann. Eigentlich so kann man es auch runterbrechen. Natürlich haben wir nicht so viel Zugriff gehabt, wie wir es erhofft hatten, auch schon im Aufbauspiel Babelsberg besser unter Druck zu setzen. War ein bisschen der Plan. Aber da haben sie schon die Qualität, sich da auch immer wieder gut zu lösen. Und dann war sozusagen, war der Plan, falls sie es schaffen, eben uns auszuspielen in der ersten Phase, dass wir dann hinten gut fallen und das gut verdichten. Und das haben wir wirklich eigentlich gut gemacht über weite Strecken. Ohne eben dann selber nach dem Ballgewinn da so viel zu kreieren, aber das war erstmal der Plan. Man muss ja auch bedenken, heute ohne Gabe, ohne Brando, ohne Kreativität auf dem Platz war es eben eher so ein zweites Ballspiel, wo auch Babelsberg darauf vorbereitet war. Aber dann muss man die Duelle eben auch gewinnen, die zweiten Bälle gewinnen und dann eben auch über Standardsituationen was holen. Wenn man auch die ersten 5 Minuten sieht, haben wir eine Riesenchance durch. Wenn wir da das 1-0 machen, vielleicht sieht es dann anders aus, dann so eine Situation müssen dann als Lichtenberg 47 auf unsere Seite fallen. Und dann sage ich, diese eine Situation ist dann eben die Qualität, wie er den Ball dort über die Abwehr chippt, wie der zweite Ball genau hinkommt und er und Fran war es, der den dann natürlich in seiner Manier dann da reinmacht. Und das ist dann die individuelle Qualität, die wir eben nicht auf dem Platz haben. Und ich sage auch in den letzten 5 Minuten, wenn man dann mit dem Bob Reiniger vorne spielt und wir hinten dann noch 3-4 Mal den Ball querspielen und nicht vorne reinspielen, dann fehlt bei dem einen oder anderen Spieler natürlich auch so ein bisschen die Cleverness, die man in der Liga dann braucht, um sich vielleicht dann doch noch die letzte Chance hier zu erarbeiten in den letzten 3-4 Minuten. Und Babelsberg macht das dann clever mit dem Wechseln und dann haben sie das Spiel gewonnen. Aber ich sage, wir waren nicht viel schlechter heute. Ja, wir haben es im Rahmen unserer Möglichkeiten ordentlich gemacht und wir werden nächste Woche gegen WAK auf jeden Fall wieder wettbewerbsfähig sein und ein enges Spiel liefern. Und vielleicht ist das Glück dann wie ein Mäusewitz mal auf unserer Seite wieder.
Vielen Dank, Rudi. Gibt es noch Fragen aus der Runde an die beiden Trainer? Also, gerade nicht noch wieder ein bisschen das alte Lied, keine Durchschlagskraft nach vorne. Oder sehe ich das falsch? Ja, natürlich. Man ist auch offensiv nur so gut, wie es der Gegner erlaubt. Ja. Also, Babelsberg ist dann schon auch sehr geschickt, auch in der Absicherung, auch in den zweiten Wellen. Und natürlich fehlt dann individuelle Qualität, wenn ich sehe, wie dann auf der anderen Seite ein Frahn einen Ball festmacht, beziehungsweise dann das Foul zieht und unsere Stürmer dann dagegen. Da ist dann der Unterschied schon da. Und in der Summe dieser Aktion geht dann der Zeiger, der Ausschlag dann eben zur anderen Mannschaft. Aber wie gesagt, ich sehe es so, dass heute eben, wir hätten eben auch über eine Standardsituation eine Situation nach dem zweiten Ball uns die Chancen erarbeiten müssen. Und kreativ war heute eben ohne Brando, ohne Gabe, fehlt dann bei Lichtenberg dann wirklich die Idee, dann auch offensiv im fußballerischen Bereich dann eine Torschance zu erspielen. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, ich hätte noch eine Frage, Rudi. Warum hat Brando heute gefehlt? Hat er die fünfte Gelbe, oder? Nee, Brando hat sich verletzt die Woche und okay. Ja, das, dadurch konnte er nicht spielen. Danke. Noch weitere Fragen? Das sieht auf jeden Fall nicht so aus. Dann euch allen guten Nachhauseweg und am besten aus Babelsberg. Und für uns geht es hier nächste Woche schon weiter, Samstag, 13 Uhr gegen den BRK. Bis dann. Thank you. Yeah.